Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zunächst einmal Dankeschön, Herr Georgi, für Ihre letzten Worte zu Windrädern. Das unterschreibe ich natürlich voll und ganz. Obst- und Gemüseerträge wären um bis zu 90% geringer, wenn die Bestäubung durch Insekten wegfiele. Es gilt, deren Lebensbedingungen zu verbessern. Das, meine Damen und Herren, ist ein Zitat von höchster Stelle hier im Haus vom Landtagspräsidenten Stefan Toscani anlässlich des Anlegens einer 200 Quadratmeter großen Blumenwiese für Bienen und sonstige Insekten hier auf dem Landtagsgelände. Ein Vorgang, den man hier durchaus im positiven Sinne erwähnen sollte. Den Insekten in und über unserem Land geht es aber insgesamt gar nicht gut. Es geht ihnen sogar richtig schlecht und immer schlechter. Was früher überhaupt nicht aufgefallen wäre, führt in letzter Zeit zu beunruhigenden Meldungen und Erkenntnissen. Zuerst die Alltagsbeobachtung, dass man im Sommer kaum noch auf der Windschutzscheibe Insekten erwischt. Und dann empirisch ermittelte Zahlen, man muss keine Kurven fahren, nur langsam. Und dann empirisch ermittelte Zahlen von Naturforschern, wonach die Masse der Insekten in den letzten Jahren dramatisch abgenommen hat und weiter abnimmt. Dabei geht es nicht um einen Rückgang von 5 oder 10%, was auch schon mindestens bemerkenswert wäre, sondern um wesentlich höhere Werte. Ich beziehe mich auf eine Meldung des Bundesumweltministeriums, die auf einer wissenschaftlichen Studie beruht. Die Studienergebnisse sind absolut alarmierend. Der Beobachtungszeitraum beträgt 27 Jahre. Danach hat die Masse der Fluginsekten in dieser Zeit um sage und schreibe 77% abgenommen, mehr als drei Viertel. Speziell im Sommer, also ohne Beginn und Ende der Vegetationsperiode, beträgt die Abnahme sogar 82%. Gemessen wurde darüber hinaus nicht etwa in Industriegebieten, da hätte man die Schuldigen sofort, sondern in Schutzgebieten, wo Ökosysteme und biologische Vielfalt besonders begünstigt sind. Insekten sind erstens von entscheidender Bedeutung für die Bestäubung von Pflanzen. 80% der Wildpflanzen sind da von Insekten abhängig. Und zweitens sind nach Angaben der Biologen 60% der Vögel auf Insekten als Nahrungsquelle angewiesen. Und die Zahl der Vögel geht ja auch dramatisch zurück. Sie verhungern wohl einfach. Bevor wir Menschen auch in unseren Breiten mit dem Verhungern drankommen, sollten wir also beunruhigt sein und nach den Ursachen suchen. Neben Monokulturen und Chemie in der Landwirtschaft geraten dabei jetzt auch die immer zahlreicheren Windkrafträder massiv in Verdacht. Die Abnahme der Insekten korreliert dabei ganz auffällig mit der Zunahme der Windräder in unserem Land. Allein von dieser Beobachtung her scheint es also einen Zusammenhang zu geben. In Deutschland sind inzwischen ca. 160 Millionen Quadratmeter Rotorfläche installiert. Die kritische Rotorebene reicht dabei von ca. 20 Meter Höhe bis zu ca. 220 Meter Höhe. Die Berechnungen der Forscher haben ergeben, dass die ganze Luft über Deutschland bis in 2000 Meter Höhe über Grund mehr als 10-mal im Sommerhalbjahr von diesen Windturbinen durchgequirlt wird. Dabei werden beim einmaligen Durchfliegen der Rotorfläche ca. 5% der Insekten erwischt.
Diese Zahlen und weitere Zahlen sind übrigens alle errechnet mit Formeln, die eines Mathe-Abiturs würdig wären, und zwar von Forschern unter anderem des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Die Herren heißen Trieb, Gerz und Geiger, alles Doktoris der Naturwissenschaften, keine abgebrochenen Theologiestudenten, Theaterhilfskräfte oder sonstige Grüne. Sie weisen unter anderem darauf hin, dass sich die Enden der Rotorblätter mit bis zu 300 Stundenkilometer drehen, etwa 80 Meter pro Sekunde. Und dem, meine Damen und Herren, weicht kein Mückchen mehr aus. Die Annahme, dass sich Fluginsekten ganz überwiegend unterhalb von ca. 30 Meter über Grund und damit außerhalb der meisten Windrotoren bewegen, ist unrichtig. Auch die Annahme, dass Insekten bei hohen Windgeschwindigkeiten nicht oder kaum fliegen, ist falsch. Es gibt inzwischen umfassende Literatur zur Insektenwanderung, die während der warmen Jahreszeit Massenbewegungen großer Insektenschwärme in hunderten Metern Höhe nachweist. Durch Boden- und Flugzeugradar konnte eine annähernd logarithmische, also abnehmende Verteilung der Insektendichte über der Höhe gemessen werden. Hohe Konzentrationen konnten in eben dem Höhenbereich festgestellt werden, der seit den 1990er Jahren zunehmend von den Rotoren der Windkraftanlagen durchschlagen und durchgequirlt wird. Ein Verträglichkeitsnachweis für die Insektenfauna musste bisher nicht erbracht werden, weil man bisher offenbar angenommen hat, dass die Insekten erstens ganz überwiegend unterhalb der Rotoren fliegen und dass sie bei Windgeschwindigkeiten über 5 Meter pro Sekunde fast gar nicht fliegen. Aber beide Annahmen sind falsch. Viele Insektenarten lassen sich tagsüber vom Wind in große Höhen tragen und gegen Abend wieder absinken, müssen also zweimal täglich die für sie gefährliche Zone durchqueren. Sozusagen zweimal täglich müssen sie russisches Roulette spielen, ganz unfreiwillig natürlich. Näheres lässt sich bei den genannten Forschern nachlesen. Und weil die von den Insektenkadavern verunreinigten Rotorblätter zu bis zu 50% geringeren Stromerträgen führen, das ist aus naheliegenden Gründen schon intensiv erforscht worden, weil das so ist, hat sich inzwischen schon sogar eine spezielle Reinigungsindustrie für Rotorblätter etabliert. In den linksgrünen Medien sieht und hört man bisher nichts davon, passt ja auch gar nicht ins linksgrüne, meistens linksgrüne Weltbild der meisten Journalisten. Um die Masse der so vernichteten Insekten anschaulich zu machen, noch folgende Zahlen. Bei einer Modellrechnung mit relativ günstigen Annahmen, also günstig für die Insekten, kommen die genannten Forscher auf eine Masse von 1200 Tonnen an erschlagenen Insekten jährlich, was etwa 5 bis 6 Milliarden erschlagenen Tieren täglich in der warmen Zeit von April bis Oktober entspricht. Das sind so viele, als ob jeder und jede von uns, vom Kleinkind bis zum ältesten Rentner, jeden Tag etwa 70 Insekten totschlägt. Man kann zumindest ahnen, dass das Zahlen sind, die für die gesamte Fluginsektenpopulation und auch für den Artenschutz relevant sind. Und so sehen ja auch die gemessenen Zahlen aus. Wenn das so weitergeht, könnte auch eine Blumenwiese vor dem Landtag nicht mehr helfen, die nach wie vor positiv zu bewerten ist.
Meine Damen und Herren, heute war jetzt hier nur von den durch die Windräder massenhaft getöteten Fliegen, Bienen, Wespen, Schmetterlinge und so weiter die Rede. Von den direkt getöteten oder verhungernden Fledermäusen und Vögeln aller Art war hier noch keine Rede. Kaum, Herr Georgi hat das angesprochen, und das wäre selbstverständlich eine eigene Erörterung wert. Der Mensch, meine Damen und Herren, ist vielleicht nur ein missratenes Tier. Diese düstere Vermutung stammt von Friedrich Nietzsche. Mit unseren spezifischen Waffen, den Waffen des Geistes und der Vernunft, sollten wir aber der Dekadenz und den Verrücktheiten aller Art entgegentreten. Zu diesen Verrücktheiten gehört die grünideologische Energiepolitik, die unsere Landschaft verschandelt, die sichere Kraftwerke und hochqualifizierte Arbeitsplätze vernichtet, die den Strom immer teurer macht und ein immer dramatischeres Massaker in der angeblich zu schützenden Tier- und Pflanzenwelt anrichtet. In diesem Sinne, insbesondere zur Rettung von Insekten und Vögeln, muss die grün-ideologische Energiepolitik gestoppt werden. Wir stellen daher den Antrag, den Betrieb der Windräder im Saarland bis auf Weiteres zum Schutz der jetzt schon schwer geschädigten Insekten- und Vogelwelt von April bis Oktober zu verbieten. Meine Damen und Herren, die ersten Reaktionen auf unseren Antrag, zum Beispiel des BUND heute Morgen in der SZ, zeigen, dass uns da offenbar ein Stich ins grüne Wespennest gelungen ist. Man schließt da sofort messerscharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Auf die weiteren Reaktionen bin ich sehr gespannt. Ich danke Ihnen.